Hallo allen, die jetzt hier in unserem Kinoraum mit Videosammlung sitzen und sich auf eine schöne Veranstaltung freuen. Diese Meta unseres Hauses kennt ihr schon. Ihr seid dabei an den Zeitschriftenauslagen und am Aktionskletterschrank vorbeigegangen. Ebenfalls im Erdgeschoss des Glashauses findet ihr Küche und Bäder. Alles übrigens auch nutzbar für euch, wenn ihr euch hier auch einmal als Gruppe treffen oder eine Veranstaltung durchführen wollt. Lasst uns kurz in die weiteren Räume schauen. Neben und über uns, erreichbar durch die Glastür, könnt ihr euch in unseren großen Bibliotheken und Archiven verlieren. Zu allen politischen Themen haben wir dort Bücher und viele graue Literatur gesammelt. Also solche, die ihr nur selten oder nirgends anders auf der Welt findet. Das ist das Ergebnis von 30 Jahren Aktivität in sozialen Bewegungen und der Übernahme einiger Privatarchive, zum Teil aus noch älteren Zeiten. Hängematten, Stuhl- und Sesselrunden, Arbeitstische mit Internetzugang und digitalen Archiven laden zum Verweilen, Genießen und produktiver Aktivität ein. Geht ihr statt ganz nach oben noch etwas weiter, gelangt ihr in Schlafräume, die ebenfalls für Gruppenaufenthalte geschaffen wurden und so auch mehrtägiges Werkeln in unserem Haus ermöglichen. Wo immer ihr langkommt, gibt es in den kleinen Ecken noch weitere spannende Einrichtungen. Sie sind überall im Haus versteckt. Auf dem eben beschriebenen Weg kommt ihr an einer Kinderspielecke und unserer Theatersammlung vorbei. Verlasst ihr diesen Kinoraum Richtung Ausgang, geht aber geradeaus weiter, so könnt ihr links in die Direct-Action-Sammlung gelangen. Hier findet ihr in Hülle und Fülle Material für kreativen Straßenprotest. Von Kreide über Transpi-Stoff bis zu Hilfsmitteln für filigrane Sabotage. Daneben liegt die Filmwerkstatt, wo auch dieser kleine Clip entstand. Rundherum steht das Aktionsarchiv, eine Sammlung vieler Protestgeschichten von Anti-Atom über die Expo 2000, G8 und G20-Gipfel und feministischen Widerstand bis zu lokalen Projekten zur Verkehrswende oder gegen den Golfplatz Winneroth. Die oberen Ebenen des Glashauses laden zum Verweilen ein und von Juli bis September zum Naschen. Unter uns befindet sich unser Musikparty- und Bandproberaum, ausgestattet mit Kickerdart und Musikanlage. Er ist aufwendig schallisoliert, kann also rund um die Uhr Lautstärke vertragen. Im Anbau befindet sich eine Werkstatt für Holz, Metallbearbeitung, Fahrradreparatur, Elektroinstallation und die Sammlung für Besetzungen. In der Vergangenheit viel genutzt gegen Tierfabriken, Genfelder und Baustellen aller Art. Das Vorderhaus beherbergt unsere weitgehend CO2-neutralen Energieanlagen und ein großes Vorratslager an Lebensmitteln, komplett aus dem Müll gerettet oder selbst angebaut. Darüber eine Druckerei und mehrere Computerarbeitsplätze, zum Teil mit besonderer Ausstattung für Layouten oder die Pflege unserer über 10.000 Themenseiten im Internet. Noch ein Stock höher, Lager- und Versandecke für die inzwischen fast 100 hier im Haus erstellten Broschüren, Bücher und Dokumentarfilme, dazu eine weitere Küche und ein Gemeinschaftsschlafraum für alle, die hier länger im Haus mitwirken und an politischen Projekten aktiv sein wollen. Überall unterwegs liegen viele kleine Ecken mit besonderen Sammlungen für alles, was Mensch braucht, um in dieser Welt voller Profit und Machtgier mehr zu sein als die Begleitfolklore des Unabwendbaren. Das hatte oft Wirkung. Aus der Projektwerkstatt, die am 28. November 1989 im Hungener Alten Bahnhof Dreis-Holloff begann und 1993 nach Sasen umziehen musste, sind viele wirkungsvolle Aktionen hervorgegangen. Einige ausgewählte Highlights.
Aber nun genießt erstmal das heutige Programm. Und danach freuen wir uns auf eine spannende Diskussion, am liebsten mit Verabredungen zu konkreten Aktivitäten. Gerne sehen wir euch auch bei den kommenden Veranstaltungen, Trainings, Seminaren, Filmabenden, Vorträgen, Aktionstreffen und praktischem Werkeln im und am Haus.